Auf ihrem Parteitag in Leipzig haben die Grünen und das Bündnis 90 vor wenigen Minuten ihre Vereinigung beschlossen. Also ich will mal sagen, einerseits war ich sehr stolz, dass es uns als einzigster Partei gelungen ist, nicht einen Anschluss wie bei den anderen Parteien, also die ostdeutschen Parteien schließen sich der westdeutschen Mutter sozusagen an. Das ist bei uns ganz anders gelaufen. War auch ein Erfolg, weil wir verschiedene Gruppen waren. Wir hatten ja die Frauenverband gegründet, kamen von der Ökologie, vom Umweltschutz und die Bürgerrechtsbewegung, also Menschen, Initiative für Frieden und Menschenrechte und das neue Forum. Und dass das gelungen ist, zumindest einen Großteil dann auch zusammenzuhalten und dann mit den westdeutschen Grünen zusammenzugehen, das war einfach ein Erfolg für uns alle. Wir haben in einem mehrjährigen Prozess darum gerungen, wie die Werte und auch die Errungenschaften der ostdeutschen Bürgerrechts- und Umweltbewegung in die Programmatik der neuen Partei Bündnis 90 Die Grünen einfließen kann. Wir haben einen neuen Grundkonsens verhandelt und dann beschlossen. Jahren nach dieser Vereinigung war das ein tolles Miteinander auch mit den westdeutschen Grünen. Sie haben uns auch Sonderplätze eingeräumt, dass wir stärker auch auf den Versammlungen vertreten waren, denn in der Bevölkerung sah es ja bei uns doch erstmal zurückhaltend aus. Ich habe mich damals unheimlich gefreut, dass plötzlich Massen an Delegierten aus NRW, aus Schleswig-Holstein, aus Bayern, die kamen zu uns nach Leipzig. Und das war schon auch noch ein besonderes Erleben, weil es ja nicht, wir waren nicht daran gewöhnt, will ich mal sagen. Das war irgendwie ganz toll für mich auch persönlich. Ich hatte gerade mein drittes Kind eine Woche vorher bekommen und fuhr mit meinem Kinderwagen da an Joschka Fischer und anderen vorbei auf diesem Parteitag. Demokratie wird nur überleben, wenn sie ein ständiger Demokratisierungsprozess bleibt. Wir streiten um Themen, wir versuchen das Beste für unsere Gesellschaft herauszukriegen. Im Hinblick auf die Wahlen 2019 auch das Erinnern an das, was 1989 gerade hier bei uns in Leipzig geschehen ist und welche Bewegung aus der Menge der Bevölkerung entstanden ist, wie viel Mut und Eintreten für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit damals Themen bestimmend waren, dass wir uns daran erinnern. Können wir vielleicht manchen Impuls von damals in die heutige Gesellschaft transferieren? Braucht es nicht heute auch wieder Bürgerrechtsmut, um gegen manche Fehlentwicklungen in unserem Land entgegenzutreten? Auf der Seite.
Seite von Freiheit, von Demokratie, von Gerechtigkeit und auf der Seite der Opfer, der Entrechteten und Beleidigten. 25 Jahre nach dem Vereinigungsparteitag von 1993 stehen wir heute wieder hier vor der Messehalle 7 auf der Messe in Leipzig. Sie hat sich optisch etwas verändert, dennoch sind die Themen, die damals behandelt wurden, der Zusammenschluss der Bürgerrechtsbewegung, der Umweltbewegung, der Frauenpolitikerin aktueller denn je. Ja, und viel von der Radikalität, die wir vor 25 Jahren auf die Straße gebracht haben, müssen wir heute auch wieder in die Parlamente, in unsere parlamentarischen Ideen bringen. Ich glaube, es ist Zeit, wenn man sich anguckt, wie die Welt sich weiter bewegt, wie die Krisen auf der Welt sind, dass es eine starke Kraft hier in Deutschland, aber auch hier in unserem Bundesland Sachsen braucht für Menschenrechte, für mehr Demokratie, für einen Rechtsstaat, nicht gegen den Staat, sondern für den Staat, für eine Umwelt- und Klimaschutzpolitik, denn der Klimawandel lässt sich nicht aufhalten. Das sind die Herausforderungen der Zeit und die müssen wir in den nächsten 25 Jahren angehen. Demnächst in jedem Wahllokal.